Aloha, ich grüße euch. Ja, willkommen bei den anonymen Actionsüchtigen. Ist es denn wahr? Schon wieder neue Blöcke. Ich war ja eigentlich auf der Suche nach den anderen Blöcken, die man schon oft in Horz gesehen hat. Habe ich nicht gefunden. Dafür die drei neuen und noch ein paar andere Sachen auch neu. Deswegen bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. So, hier bin ich wieder. Ja, als erstes musst du natürlich diese Weihnachtskugel oder Weihnachtshänger mit. Es ist ein Einhorn, es glitzert, es ist sinnlos. Ich fand's niedlich, durfte mit. Ich glaube, das war auch recht teuer. 1,79. Also für Action finde ich das schon einen heftigen Preis. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Glas ist. Steht ja vielleicht hier drauf. Ja, ist Glas. Also Vorsicht. So, ich drehe das hier zum zweiten Mal, weil mein Nachbar meinte, die Hecke schneiden zu müssen. Und ich war gerade in den letzten Zügen mit dem Video und da ich ja nichts schneide, habe ich alles gelöscht. Deswegen ist es teils schon aufgepackt. Aber wir machen das jetzt von Anfang an wieder. Diese Ribbon-Bänder durften mit. Da gibt es vier Sets von. Zwei habe ich gekauft, weil ich hatte die letztes Jahr, meine ich, auch alle gekauft. Und ich meine, es wären nicht die gleichen. Nicht unbedingt. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich fand sie hübsch. Ich weiß auch den Preis nicht mehr. 99 Cent oder 1,49. Ich glaube 99 Cent. Ich weiß es aber nicht. Um den Dreh. So, das Schwarze mit den goldenen Punkten finde ich sehr schön. Dann haben wir hier. Das Schwarze, das ist so ein bisschen geriffelt. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Und ja, eben in dem. Also beim ersten Dreh habe ich das dann aufgemacht, weil es sieht doch erstmal sehr gleich aus, aber das ist so ein bisschen transparent schwarz mit einem goldenen Rand. Auch sehr hübsch. Also ich gucke mal kurz, was draufsteht, wie viel drauf ist. 2 Meter, 6 mal 2 Meter, 1,5 breit. Und also 15 mm breit und 2 Meter lang. Dann haben wir hier das Goldene und hier auch noch mal ein goldenes, ein bisschen Glitter. Und warum ich das auch mitgenommen habe, dieses Set, weil ich das auch so hübsch fand, ne, mit dem goldenen Faden. Fand ich richtig schön. Das war schon das eine Set. Die Bank knarrt unter mir. So, dann habe ich das rote Set. Es gab noch ein grünes und ich glaube noch ein weißes. Also vier Sets gibt es insgesamt. Es gibt auch wieder neue, was sind das so, Chipboard-Sticker mit Weihnachtsmotiven drauf. Die gefallen mir jetzt nicht so gut. Die habe ich auch liegen lassen. Dann hier einmal das weiße mit einem goldenen Rand. Dann das hier, das ist in der roten Packung auch drin. Dann haben wir hier Rotglitzer. Ja, das hier mit den Geschenken, das ist jetzt nicht so meins. Und hier haben wir wieder so ein bisschen geriffelt. Das fand ich ganz hübsch. Ja, natürlich. Deswegen habe ich es eigentlich mitgenommen. Wegen diesem roten Glitzerband. Richtig cool. So, dann durfte mit einmal dieses Kraftpapier, 55 Cent Kraftpapier. 3 Meter mal 46,5. Das ist richtig schön stabil. Ich habe das schon mal gekauft. Ja, relativ stabil. Ein bisschen dicker wie Geschenkpapier. Zum Geschenkpapier einpacken, um Bücher einzuschlagen. Oder auch um ja, irgendwas anderes da drin daraus zu machen. Nicht da drin zu machen, daraus zu machen. Ein Album, Cover oder. Sind der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. So, dann. Ich zeige euch das jetzt erstmal so. Das war natürlich flach eingepackt. Und zwar diese Box. Das gab es noch mit einem, ich weiß nicht, ob das ein Bär oder ein Fuchs war. Gefiel mir nicht so gut. Aber diese Box, guck doch mal, ist die nicht niedlich? Die hat an beiden Seiten hier diese Griffe. Und ich finde die richtig süß. 2,99 durfte mit. Dann durften einmal diese Aufkleber mit. Ich denke, die sind nicht neu, aber
Die sind immer so niedlich und ich mit meinem Bullet Journal und Filofax, da hat man schnell mal so einen Kleber drauf und ich denke, sie sind nicht neu. Ich denke, die habe ich wahrscheinlich auch schon, aber oh, schön. So, dann gibt es aber neu Diamond Painting Grußkartenset. Ja, jetzt werdet ihr euch wundern. Wer länger meinen Kanal verfolgt, weiß, ich mache kein Diamond Painting. Ab und an findet mal ein Diamond Painting in meinen Einkaufswagen. Und das nutzt dann meine Tochter. Die hat schon mal Bock auf Diamond Painting. Da fällt mir ein, ich habe zuletzt, glaube ich, das Hello Kitty Diamond Painting aus dem Action gekauft. Das wollte sie machen. Und wenn es fertig ist, mir geben. Muss ich mal gucken. Ich habe mir die mitgenommen. Und zwar möchte ich vielleicht die eine oder andere Karte auch mal machen. Ich zeige euch jetzt erstmal hier die Karten. Das wäre mir jetzt zu viel zu machen. Das würde meine Tochter bekommen. Aber ich glaube, das traue ich mir mal zu, ohne dass vielleicht eine Katze mir dazwischen läuft. Oder. Ja. Dann haben wir den Papagei und den Elefant. Dann sind vier Briefumschläge dabei. Natürlich die kleinen Steinchen. Ein Schiffchen mit so einem Stift und die Beschreibung. So, und ich möchte das hauptsächlich haben wegen der Steine, um die auch in Schüttelkarten zu tun. Das war so mein Hauptanliegen. Und ich denke, wenn meine Tochter sonst nichts macht, das werde ich mal machen. Das kommt vielleicht auch mal irgendwo auf dem Cover oder in mein Filofax. Mal gucken. Das werde ich auf jeden Fall machen. Aber das war's dann schon. Also ich verfalle nicht dem Diamond Painting, weil da habe ich keine Zeit und keine Geduld für. Weil ich weiß, dass ich da sitze und rabuschig und dann fallen mir die Steine irgendwo hin, dann läuft die Katze da drüber und nee. Und dann reißt mir der Geduldsfaden. So, also einmal dieses Set. Es gab vier Sets, noch ein gelbes und ich meine noch ein lilanes, aber die gefielen mir nicht so gut, deswegen durften die da bleiben. Ich muss es ja auch nicht übertreiben. Kostenpunkt war 1,89, 1,85 um den Dreh. Hier haben wir auch die vier Karten, die vier Umschläge, Entschuldigung. Und dann haben wir hier die Karten. Schmetterling und dann das und das und das werde ich auch machen. Das ist ja ganz einfach, ne? Sind nur zwei verschiedene Steine. Das kann ich mir auch gut vorstellen als Cover irgendwo. Und das war's dann. Den Rest werde ich zerschneiden, wenn meine Tochter es nicht mag, weil mir geht es ja hauptsächlich um die Steine. Wie gesagt, müsst ihr mal gucken. Vier verschiedene Sets. Sind aber nicht hier drauf, sonst hätte ich sie euch gezeigt. So, ja, und dann die Blöcke. Hammer. Also eigentlich habe ich ja nach anderen gesucht und diese hier gefunden. Aber es ist ja egal. Die schauen wir jetzt mal durch. Schönes Basic-Papier. Natürlich teils foliert und teils wieder echt heftig foliert. Aber da werde ich mit euch auch mal irgendwann Ausstanzungen machen und gucken, ob man das irgendwie anders verwerten kann. Das hier ist schönes Grundpapier, hier auch wieder. Und weil so manches Ausgestanzte oder unter einem Embellishment oder als Hintergrund, wo man nur so einen kleinen Rand sieht, sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Hier auch tolles Basic-Papier. Kann man nicht motzen. Auch das hier finde ich sehr schön. Und hier gefallen mir sogar das Folierte. Ist in Natura schöner, wie ich das jetzt da auf dem Bildschirm sehe. Ja, das wieder total schön neutral. Hier die Pünktchen. Und hier goldfoliert. Hier schön gestreift. Und das hier, das hat irgendwie. Ich glaube, da hat die Folierung nicht ganz. Ich weiß es nicht. Ist so ein. Fühlt sich komisch an. Aber es ist schönes Basic-Papier. Auch das hier ist schön. Auch das als Hintergrund, das finde ich auch schön. Obwohl es foliert ist. Aber die kommen mir auch bekannt vor. So ähnlich hatten wir doch schon mal, oder? Und das hier ist irgendwie auch foliert. Also komisch beschichtet. Aber trotzdem, es ist schön, hübsches
Basic-Papier. Auch hier mit den Streifen und hier dann das Gold. Das finde ich wiederum richtig cool, auch zum Ausstanzen. Das kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Dann haben wir hier wieder Basic. Das ist nicht foliert, aber es hat so einen komischen Glanz. Also, ne, ich weiß nicht, ob man den Unterschied so ein bisschen sehen kann. Naja, aber schönes Basic-Papier. Auch hier. Ja, und das hier ist auch so ein bisschen, ja, nicht beglittert, dann schwarz foliert oder so. Ja, nee, mega, muss ich ja nichts zu sagen, ne, lauter Kringel. Hier auch. Ja, und das war auch schon der Back to Basics. Dann haben wir hier Let It Be Flowers. Und das Papier kommt mir auch bekannt vor. Also irgendwo war das schon mal drin. Aber das ist ja auch total egal. Ich finde es total hübsch. Stehe ich total drauf. Richtig mega. Hier auch schönes Blümchenpapier. Hier haben wir foliert. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich mache es mal lieber so. Schönes Basic-Papier. Und hier ist wieder Gib alles, ne? Schön foliert. Und hier auch schön. Das ist eher so frühlingshaft. Also ich hoffe, dass sie im Frühjahr doch trotzdem noch mal neue Blöcke raushauen. Hier haben wir kleine Herzchen. Auch ganz niedlich. Auch so ein bisschen Basic-Papier. Eiderdaus. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, ne? Foliert. Hier wieder schöne Blümchen. Zweimal. Ist auch ein schönes Muster. Und hier einmal voll foliert. Hier schön, ne? Gerade wenn mein Album macht und nicht weiß, was tut man für Seiten rein. Finde ich sowas immer hübsch. Ne? Absolut basic mit den Punkten. Ganz tolle Farbe. Hey, der Daus. Und hier einmal gepunktet. Aber wie gesagt, das ausgestanzt oder so als Hintergrund, ne, wo man hier nur so ein bisschen layert und die, das Ganze nur so ein bisschen rausguckt, auch cool. Hier haben wir diese Beeren und hier sind die Äste dann foliert. Hier auch ganz tolles. Ja, eigentlich ein richtiger Frühjahrsblock. Hier haben wir wieder ein schönes Basic-Papier mit den Punkten. Hier sind die Punkte ein bisschen foliert. Ja, und hier wieder absolut meins. Richtig schöne Farbe, gefällt mir total gut. Und hier einmal foliert. Und hier haben wir so ein Muster. Und hier auch einmal foliert. Ja, das war der zweite Let It Be Flowers. Und dann kommt noch der dritte. Botanical Garden. Ja, das ist eieiei. Aber ansonsten auch schöne neutrale Papiere. Auch das finde ich gar nicht so. Ja, es sieht in der Kamera schlimm aus, aber so schlimm ist es gar nicht. Aber das hier richtig schön, richtig, ja, dezent. Finde ich, also für meinen Geschmack, da sind die Geschmäcker ja verschieden. Auch das richtig schön. Ja, hier haben sie wieder alles an Folierung gegeben, was ging. Und das hier ist doch richtig frühlingshaft. Guckt mal. Aber trotzdem schön. Ne? Der nächste Frühling kommt bestimmt. Auch das ist wieder tolles Basic-Papier. Gott sei Dank nicht beklittert. Das hier auch. Schöne zurückhaltende Farben. Hier ist es ein bisschen beklittert. Es geht, aber es ist okay. Das ist auch toll. Hier wieder beklittert. Hier ein schönes Blumenmotiv. Jetzt haben wir schöne Basic-Sachen. Und hier wieder beklittert. Ist auch beklittert, auch, aber auch das finde ich richtig schön. Und das hier ist mein Favorit. Ich hoffe, das kommt mit den Farben so rüber. Finde ich richtig schönes Papier.
Hier haben sie es ein bisschen beklittert. Hier ist es dezent beklittert. Ja, hier haben sie wieder alles gegeben. Und das ist auch richtig hübsch. Gefällt mir richtig gut. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich gucken, war es das? Weil, wie gesagt, ich bin etwas durch den Wind, weil jetzt zum zweiten Mal abgedreht. Gott sei Dank diesmal ohne die Motorsäge meines Nachbarn. Das war echt, naja. Ne? Aber es gibt Schlimmeres. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bleibe natürlich dran, alle Blöcke zu bekommen, euch die auch zu zeigen. Ich drehe eigentlich gerade das Tutorial zum kleinen Album. Auch für Anfänger geeignet, ratzi fatzi. Wie gesagt, ich bin gerade dabei. Ich denke, es kommt am Wochenende hoch, wenn ich es schaffe. Ich gehe aber davon aus. Ansonsten ein paar Tage später. Könnt ihr euch drauf freuen. Deswegen abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst ihr kein Video mehr. Ich freue mich immer, wenn ihr da seid. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.